Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß bei Susan und Schich. Seit heute, dem 13.12., gibt es mal wieder Winterfest-Aufträge. Dieses Mal kommen die Aufträge auch sozusagen in der Woche im Voraus und nicht täglich neu. Ein interessanter Auftrag ist, dass wir uns bei drei Städten oder Gebieten in einem großen Schneeball verstecken müssen. Das ist ja eine neue Spielmechanik, dass wir uns in Schneebällen verstecken und mit diesen über Gegner rollen können oder uns überhaupt fortbewegen können. Und das will ich jetzt mal schnell machen. Um einen Schneeball zu formen, müssen wir einfach so wie hier auf dem Schnee rumhacken, bis er groß genug ist und wir da einsteigen können. So, es müsste groß... Ja, jetzt groß genug. Einsteigen, runterrollen, aber das scheint hier jetzt nicht zu zählen. Wahrscheinlich bin ich nicht genau dran, wo Epic das möchte. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich wieder zurückrollen oder da oben nochmal einen neuen Schneeball bauen. Dann gehe ich mal ein bisschen näher dran, hier an die frostigen Fichten. Kurios, hier zählt es. Also man muss scheinbar wirklich dicht an den Fichten sein und oben bei dem Gebäude, wo ich gerade war, zählt es nicht. Ja, dann mal zum nächsten Ort. So, das müsste jetzt hoffentlich nah genug am Brutal Bestien sein. Einmal gucken. Reicht es? Komm rein. Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich muss ich das direkt vom Haus machen. Nicht zu glauben. So, ab hier zählt es perfekt. Ja, den dritten Ort, den werde ich oder wir jetzt hier nicht mehr schaffen. So, das ist die nächste Runde. Der Ort Lonely Labs, also hier einsame Labore, liegt unter mir oder Forschungseinrichtungen. Ich versuche das hier hinten mal direkt an den Felsen zu machen, denn da vorne sind mir jetzt ein bisschen zu viele Gegner. So, hier zählt es also auch weiter weg. Perfekt. Ich sage mal danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.